Wunderbar. Hallo ihr Lieben. Herzlich willkommen zu unserem Live-Talk hier am Samstag, der 50. Talk. Und wir sind hier in der Domstadt Freising, sitzen hier auf der Couch mit vielen Baten von Clara Leben. Also, magst du uns ein bisschen was von dir erzählen? Erstmal schön, Barbara, dass du da bist und dass ich der 50. Talk-Gast bin. Das ist toll. 5 ist ja die Mitte, das finde ich total schön. Also schön, dass du da bist und dass du mich interviewst. Also vielen Dank. Gerne. Und deine Firma heißt ja Clara Leben. Und wenn man dich so anschaut, könnte man denken, du bist irgendwie eine smarte Geschäftsfrau. Aber du hast ja viel mehr drauf, wenn ich das so sagen darf. Danke. Erzähl doch mal, was machst du genau und warum und überhaupt? Also meine Arbeit ist, ich schaue mir die Energien an. Also das heißt, ich gucke mir Energien an, die Menschen haben in ihrer Umgebung oder um sich selbst. Also ich lese Energien. Und Energien, Energieberaterin, wenn ich sage, dann sagen die Leute, wie Energieberaterin, mit Strom oder so. Dann sage ich, nein, das hat nichts mit Strom zu tun. Ich lese auch keinen Stromkasten ab oder habe irgendwas mit Solartechnik zu tun. Sondern das ist die Schwingung, was in einem Raum ist oder was ein Mensch hat. Und das schaue ich mir an, ganz bewusst. Und wenn es halt einem nicht gefällt, das verändere ich dann. Also ganz einfach ja, für mich. Für dich total einfach, aber für uns natürlich, für jemanden, der sich jetzt noch nicht so viel damit beschäftigt hat, ist das natürlich hochspannend. Und wie bist du eigentlich dazu gekommen? Wie kommt man zu sowas? Ja, eigentlich, ja, wie kommt man dazu? Wie kam das denn? Vor 20, 30 Jahren kam Feng Shui. Da kam so eine Riesenwelle, Feng Shui, ich meine, 30 Jahren nach Europa, aber es gibt ja schon seit 5000 Jahren das Feng Shui. Und da kam dann eine Freundin auf mich zu und sagt, du, das ist interessant, hast du da nicht Lust, machen wir so ein Seminar in Starnberg, schauen wir uns das an. Da habe ich gesagt, ja, warum nicht, fahren wir mal hin nach Starnberg und gucken uns jetzt mal so ein Feng Shui Seminar an. Und dann hatte ich das Gefühl, ach, das ist ja echt spannend, was man da, also das interessiert mich jetzt, das ist toll. Und dann war das nächste Seminar, da haben wir gedacht, ach, da will ich jetzt mehr wissen. Und bei dem zweiten Seminar dachte ich mir, das ist genau meins. Wenn man mit Farben und Formen etwas verändern kann, das ist doch genial. Wenn ich mein Leben beeinflussen kann durch die Gestaltung meiner Umgebung, das ist doch perfekt. Genau, und dann habe ich heute ein Feng Shui Seminar gemacht in so einem Schweizer Institut. Also besser gesagt, so eine Ausbildung, die ging dann 2 Jahre. Und in dieser Ausbildung lernt man halt ganz viel über die Erdstrahlen, über die fliegenden Sterne, über das Horoskop. Und das war wirklich ganz viel, ganz spannend, aber irgendwo tust dich dann ja auf etwas spezialisieren. Und für mich waren die Energien dann ganz wichtig. Die Schwingung. Also man kann alles schön und schick gestalten, aber wenn eine alte Schwingung da ist, dann hilft mir auch diese schöne Tapete und dieser schöne Teppich und weiß was ich, das hilft mir nicht. Also die Schwingung ist bei mir wichtig. Und da habe ich mich halt dann spezialisiert auf Raumenergien. Das wäre nämlich meine nächste Frage. Wer kommt so zu dir? Also für wen ist das alles geeignet? Also eigentlich für jeden. Mhm. Also für jeden. Das ist egal. Also ich habe jeden als Kunden. Ist egal, ob Mann, Frau oder Kinder. Das ist egal, ob jetzt privat, beruflich. Ich habe Kunden, die haben riesen Firmen oder Hotel, Kindergarten, Schule, Kindergarten. Burgen, Schlösser. Also wir sind ja umgeben von Energien, von Schwingungen. Mhm. Also ist eigentlich für jeden gedacht. Auch gerade für Wohnungen, hast du gesagt, oder? Wenn, ja, natürlich. Du hast Wohnungen auch Kunden, die sind Immobilienmakler, wenn die irgendwas nicht oder eine Wohnung oder ein Haus nicht verkaufen können und fragen sich, woran das liegt, dann buchen die deine Fähigkeit sozusagen. Genau, und dann schaue ich da mal drauf mit meinem besonderen Blick, an was könnte das denn liegen? Klar, das andere ist natürlich auch wichtig. Die Lage ist wichtig, der Preis ist wichtig. Die aktuelle Immobilienlage ist wichtig, das ist schon auch wichtig. Aber wenn man dann auch noch mal schauen kann, was schwingt dieses Haus? Ist es überhaupt frei zum Verkauf? Weil manchmal ist es so, dass halt die Eigentümer es verkaufen wollen und doch vielleicht noch ein bisschen festhalten und sich noch nicht gelöst haben. Mhm. Und dann kann man halt mit den Leuten reden und sagen, ja, warum hast du es ja noch, warum ist es noch nicht gelöst? Warum hältst du es noch fest? Und das hilft dann oft schon. Mhm. Und dann ist es frei zum Verkauf. Das ist quasi so wie so ein, wie kann man sich das vorstellen? Das ist wie so ein stiller innerer Dialog, den du da führst?
du gehst in Verbindung mit dieser Seele? Ja, ich weiß es auch nicht, was das ist. Ich gehe in einen Raum und dann sehe ich halt so Bilder. Mhm. Das kann man sich so vorstellen, mhm. wie wenn man träumt. Mhm. Mhm. Und das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt, manche haben halt Angst, dass, wenn sie mich einladen, dass sie sagen, oh, jetzt sieht die irgendwas, was ich gar nicht zeigen will. So ist es nicht. Ich muss mich schon darauf vorbereiten. Ich brauche dann schon einen Grundriss, wer wohnt da, mhm. wie alt ist das Haus, seit wann sind die da und so weiter. Ich brauche da schon ein bisschen Information und dann versetze ich mich in diese Energie vor dem Gebäude, vor dem Haus, vor dem Raum und dann schaue ich mir das an. Und das sind halt dann so Bilder, die ich in meinem Kopf habe und dann übersetze ich das. Mhm. Spannend. Ja, das ist wirklich, ich muss nicht Fernsehen schauen, weil ich so viel in meiner Arbeit sehe. Das ist auch echt interessant. Ja, wirklich. Kann man da gut abschalten auch? Ja, kannst du schon. Ja, manchmal ist es schon anstrengend. Also ja. Manchmal ist schon etwas, was mich dann auch selber so ein bisschen mitnimmt oder beschäftigt. Oder oft ist es ja dann so ein Rätsel, was man dann in so einem Bild bekommt. Und dann überlege ich, was ist das? Was hat das jetzt zu tun? Also manchmal ist es halt auch so ein bisschen versteckt, die Botschaft. Mhm. Und ich versuche schon abzuschalten. Es klappt dann, aber es beschäftigt mich dann schon ein bisschen. Das denke ich mir. Ist ja kein 0815-Job. Magst du uns mal so ein Beispiel sagen? Du hattest mal was erzählt von dem Schloss. Oder ist das jetzt zu komplex? Ja, du kannst auch ein anderes Beispiel nehmen. Ja, das Schloss war schon sehr spannend, gerade in so alten Gemäuern, also das, wo schon 500 Jahre alt ist. Man muss sich ja vorstellen, in diesen 500 Jahren, was da alles passiert ist. Jetzt schneit es draußen. Ja, ich habe gerade schon gesehen. Aber hier drin ist sehr angenehm. Muss sein, so schlecht. Ja, genau. Na, wenn man sich so überlegt, was bei einem selbst in einem Leben passiert, wenn man jetzt sagt, ich wohne jetzt hier 20 Jahre, was in diesen 20 Jahren passiert ist, aber wenn man in ein Haus reinkommt oder in eine Burg oder ein Schloss, 500 Jahre, da ist ja das Mittelalter, der Krieg, Mord und Totschlag und Kerker und weiß was ich, wenn man in solche alten Gemäuer reinkommt, das ist dann schon manchmal wirklich gruselig. Mhm. Und das war halt sehr spannend, ich habe da diese Reinigung dann mit dem Museumsleiter gemacht. Mhm. Und da waren halt auch Räume, wo man richtig Gänsehaut gekriegt hat, obwohl da nichts drin war. Mhm. Und dann gucke ich da, was ist da, dann beschreibe ich das und er kannte halt sehr viel von dem Schloss. Und dann hat er gesagt, ach, das könnte das und das sein. Mhm. Da sage ich, ach, das ist ja toll. Oder man hat auch gemerkt, der ist ja schon 100-mal umgebaut worden, aber man hat dann auch gemerkt, da muss ja eine riesengroße Bäckerei gewesen sein. Plötzlich roch es dann wirklich nach einer Bäckerei. Und dann sagt er, ja, da war mal eine große Bäckerei. Aber sieht man nicht. Ja. Aber ich kann das dann spüren. Und das war anscheinend auch eine sehr lange, intensive Zeit. Mhm. Und deswegen habe ich das gesehen und gespürt. Mhm. Und welches Beispiel kann ich dir denn noch nennen? Ich habe einen Kunden, den ich heute sehr oft berate, der hat zwei große Firmen, also natürlich kein Namen, kein Ort, das ist immer ganz schwierig, über Kunden zu sprechen. Nein, das brauchen wir gar nicht. Und den berate ich immer auch mit Personalfragen, mit Umbaufragen. Und dann hat er sich heute eben mit seinem Partner getrennt. Dann hat er gemeint, ich kann das mal anschauen, vielleicht kann man ja da noch irgendwie was sehen, hat er gemeint, aber er denkt, das ist ja ganz eine einfache Trennung und das klappt ganz gut und das ist ganz schön. Aber schau trotzdem drauf. Dann habe ich gesagt, ja, okay, dann schaue ich halt einfach trotzdem mal drauf. Dann habe ich mal halt den Partner angeschaut, wie er halt zu der Trennung steht und wie er überhaupt zu dem ganzen Geschäft steht. Und dann habe ich halt den Partner gesehen, das ist ja nur ein Bild. Also er ist ja nicht tatsächlich so unterwegs. Das ist nur ein Bild, was ich als Botschaft, als Information nehme. Eine Momentaufnahme. Genau. Ja, genau. Mhm. Dann habe ich halt den Partner gesehen, wie er halt so Soldaten hinter sich hat. Dann haben wir gedacht, oh, dieses Bild sagt schon sehr viel. Mhm. Also wenn jemand Soldaten hinter sich hat, das heißt, genau, der ist auf Krieg eingestellt. Ja. Der hat sich auf den Krieg vorbereitet. Mhm. Und habe ich ihm das gesagt, dann habe ich gesagt, ich glaube, so einfach sieht die Situation nicht aus. Also er sollte sich vielleicht auch wirklich vorbereiten, was er jetzt vielleicht nicht denkt, was passieren könnte. Mhm. Und das war ganz gut, dass man halt vorab schon mal schauen kann, was hat das für eine Schwingung? Mhm. Die Idee, was hat die Idee für eine Schwingung? Mhm. Was hat der Ort für eine Schwingung? Oder wenn ich ein neues Ladengeschäft beziehe, dann kann ich ja auch schauen, wer war denn vorher drin? Mhm. Mhm. Wer war vorher drin
Und wie sind die rausgegangen? Sind die rausgegangen, weil sie Konkurs anmelden mussten? Mhm. Oder sind die raus, weil sie sich vergrößert haben? Also da merkt man schon den Unterschied. Definitiv. Also positiv ist es natürlich, wenn er sich vergrößert hat. Aber negativ ist es halt, wenn er sagt, er ist pleite gegangen. Dann muss man sich halt überlegen. Und auch mit Wohnungen ist so. Wenn man irgendwo einzieht, wo ständiger Wechsel war, dann kann man auch schauen, warum ist denn ständiger Wechsel? Mhm. Das kennen viele Immobilienmakler, mhm, die ja Wohnhaus haben mit, mhm, weiß ich nicht, 8 bis 10 Parteien. Mhm. Und in einer Wohnung ist ständig ein Wechsel. Mhm. Das passiert sehr oft. Mhm. Und dann schaut man, was ist denn da? Mhm. Was könnte da sein? Oder was war vielleicht ein aktuelles Beispiel? Ja, wenn man sagt, okay, da war jetzt ein Paar drin, die sich halt permanent gestritten haben. Mhm. Also wo dieser Ausdruck, mhm, da ist eine dicke Luft herin, das kennt ihr wahrscheinlich alle. Kennt ihr das? Hier ist eine dicke Luft herin, mhm, und je nachdem, wie dick die Luft ist, mhm, spüren das die Leute. Die, mhm, spüren, die ist zwar schön, die ist gut geschnitten, toll, schöne Fenster, alles schön hell, mhm, aber irgendwie fühlt sich die komisch an. Mhm. Dann muss man sich halt überlegen, ja, was ist denn das Komische? Mhm. Also mich, ich begleite ja meine Kunden schon seit 15, 20 Jahren, solange ich das halt mache diese energetische Beratung. Mhm. Und das Leben ist ja immer im Wandel. Mhm. Und dann passiert halt was Neues, dann ziehen die um, heiraten oder kaufen ein neues Haus oder gründen ein neues Geschäft. Und dann heißt es immer, Fiegen, kannst du dir das mal anschauen? Ja. Kannst du da mal das Energiebild anschauen? Dann sage ich, ja klar, schaue ich mir an. Ja. Und dann schaue ich mir das erstmal so an, dann schaue ich es mir natürlich vor Ort an. Und wenn ich dann das Gefühl habe, das passt jetzt nicht so ganz, dann sage ich das natürlich. Mhm. Dann sind sie halt oft immer ganz enttäuscht. Aber wenn dann das Richtige kommt, dann heißt es immer, gut, dass ich auf dich gehört habe. Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Ja. Weil dann das Richtige kommt. Ja, das dauert dann ein bisschen. Mhm. Also quasi beauftragen dich die Leute, die gehen irgendwo rein, haben so ein komisches Gefühl, können das aber nicht so richtig deuten und denken, hier könnte was gemacht werden oder hier könnte ich Hilfe gebrauchen. Das ist so der Klassiker wahrscheinlich. Ja, oder wenn irgendwelche Blockaden sind, mhm, oder ich habe eine Idee, die kann ich nicht umsetzen, mhm, dann kann ich halt durch Feng Shui auch sehr viel am Grundriss erkennen. Also ein Grundriss ist für mich immer ganz wichtig. Mhm. Dann kann ich am Grundriss schon erkennen, wo der Bereich für Ideen ist, mhm, und dann schaue ich drauf, ist es da in Ordnung? Wenn es da in Ordnung ist, und dann schaue ich halt immer tiefer. Das ist wie beim Arzt, der guckt dich erstmal an, mhm, sagt, ja, sieht eigentlich ganz gut aus, mhm, dann tun wir halt röntgen, mhm, und wenn man da nichts sieht, dann nimmt man halt das Blut ab, und so mache ich das auch. Mhm. Ich gehe erst wo rein und dann gucke ich, wie sieht es denn so aus, mhm, und dann gucke ich halt nochmal tiefer. Mhm. Und wenn halt einfach das nicht anders möglich ist, das zu vermeiden, dann tue ich halt räuchern. Mhm. Dann tue ich Räuchern, dann stelle ich halt mein Räucherwerk zusammen. Mhm. Da habe ich halt verschiedene Kräuter, mhm, und dann schaue ich, was braucht es dort. Mhm. Das ist auch wie beim Arzt. Was hast du für eine Krankheit und welche Medizin brauchst du? Mhm. Und das ist auch im Haus, in der Wohnung so, mhm, oder im Geschäftsraum. Ich gucke, welche Krankheit hat es hier in dem Raum, mhm, und dann stelle ich die Kräuter zusammen und gehe dann wirklich Raum für Raum durch, mhm, und löse das auf. Mhm. Und wenn da halt eben ein altes Haus ist, dann dauert es halt und dann ist es halt schon anstrengend. Das ist halt natürlich für die, die da mitgehen, mhm, also ich mache das nicht alleine, mhm, die Bewohner, die da mitgehen oder die Inhaber, die da mitgehen, für die ist das dann auch immer anstrengend. Mhm. Danach brauche ich aber auch nichts, weil du wanderst ja so extrem in die Vergangenheit. Mhm. Und das sind dann schon manchmal sehr heftige und manchmal auch sehr traurige Bilder, wo ich dann auch manchmal mir auch die eine oder andere Träne kommt, oh, weil ich das halt richtig spüre, mhm, was da war. Das kann man schon mitnehmen. Ja, aber dann, mhm, also ich betrachte das, ich bin in der Energie drin, aber ich kann dann auch wieder ganz gut rausgehen. Das gehört dazu. Das kannst du auch. Dann. Ja. Ja. Spannend, weil oftmals sind das ja so Themen, die wollen einfach angeschaut werden. Und wenn die dann angeschaut werden, so lösen sie sich dann auch, oder? Ja, oder der Mensch ist dann soweit, das, mhm, anzuschauen. Also der Mensch ist ja immer im Mittelpunkt. Mhm. Es geht ja immer um den Menschen, mhm, was der Mensch aussendet, was er sich für Ort aussucht. Also den Ort, den du dir aussuchst, oder die Umgebung, die Firma, den Partner, es ist egal. Es ist ja immer irgendwo in einer Resonanz. Mhm. Also ist es halt wichtig, immer mit dem Menschen natürlich zu arbeiten, den Menschen anzuschauen, das ist halt wichtig. Mhm. Natürlich, wie der damit dann umgeht auch. Genau, und, mhm, dann kann man ja schauen, vielleicht hat der Mensch dann irgendwelche Muster oder irgendwelche, sage ich jetzt mal, Erziehungs,
Muster in sich drin. Und dann mache ich heute das Coaching. Mhm. Dann coache ich dann, dann schaue ich, dann lösen wir halt Blockaden oder Energien auf, dass das halt dann auch mit der Schwingung zusammenpasst. Mhm. Das muss auch gar nicht immer so lange gehen. Das kann ja manchmal schon in das einer geht ganz schnell. Eine Stunde oder eine Stunde auch gelöst werden. Sowas. Das kann ganz schnell gehen. Also wichtig ist es, zu erkennen. Mhm. Das ist eigentlich das Wichtigste. Und ich denke, das kann ich ganz gut. Und das glaube ich nämlich auch. Das zu erkennen, was da ist. Weil oft ist es dann so, ich hatte eine Familie, die haben auch gesagt, die Tochter, die wacht jeden Abend auf und sieht den schwarzen Mann, einen schwarzen Mann. Mhm. Dann hat die Familie gesagt, ja, es könnte die Oma sein, weil der hat das Haus mal gehört. Dann haben sie die Oma weggeschickt, nur die Oma war es nicht. Mhm. Dieser schwarze Mann war immer noch da am Abend. Mhm. Dann haben sie die Tante weggeschickt, das könnte die Tante sein. War es auch nicht. Also ich kann nicht eine Energie wegschicken, wenn ich nicht weiß, was es ist. Welche es überhaupt ist, genau. Genau, das ist schwierig. Mhm. Also man muss schon wissen, was ist dort, um das anzusprechen und zu schauen, warum ist es überhaupt noch da und dann wegzuschicken. Das ist wichtig und dann geht es ganz schnell. Unglaublich. Eine echte Gabe. Also ich kenne wirklich nicht viele Menschen, die sowas überhaupt haben. Also das meinst du, dazu muss man auch so ein bisschen geboren sein oder meinst du, man kann sich das so aneignen? Das sind doch so Fähigkeiten, die hat man, oder meinst du, die hat im Grunde jeder und man muss nur lernen, dahin zu schauen? Ja, das kann schon sein, wenn man bewusst, also ganz bewusst etwas macht, dann kann man das auch selber sehen. Also wenn ich mit meinen Kunden dann bewusst eine Situation anschaue, also bewusst eine Reise in die Vergangenheit mache, bewusst eine Reise in die Räume mach, was da vorher war, dann klappt es auch ganz gut. Aber alleine ist schwierig, aber vielleicht können sie es auch antrainieren. Also zusammen schaue ich schon, dass sie das auch merken. Manchmal zeigen sich halt Bilder, da sehe ich dann was und du sagst, kann ich jetzt nichts damit anfangen. Und dann sage ich, okay, lass mal stehen, mach mal weiter, vielleicht kommen wir später drauf. Mhm. Und dann ist es tatsächlich dann oft so, ah, jetzt, oh ja, das ist ja schon 20 Jahre her. Ja, stimmt, so einer hat einmal bei uns gearbeitet. Mhm. Und dann sieht man, wie lang die Energie da ist. Unglaublich. Und das ist halt etwas, wo ich sage, das beeinflusst die Menschen. Mhm. Also man zieht irgendwo ein und vorher hat halt wahrscheinlich ein Ehepaar drin gewohnt, die halt, die sehr ängstlich war oder sehr viel Traurigkeit in sich hatte. Und wenn man in diese Energie reinkommt, das Unterbewusstsein macht ja 90%. Mhm. Und wenn man in die Energie reinkommt, dann kann es passieren, dass man diese Energie, diese Vorenergie übernimmt und plötzlich sich denkt, warum bin ich jetzt plötzlich so melancholisch? Obwohl man vielleicht gar nicht der Typ dafür ist. Nein, obwohl man ja das gar nicht ist. Mhm. Spannend. Ja, das ist wirklich spannend und ich finde es auch immer schön. Für mich ist jeder Auftrag immer was Besonderes und immer was Einzigartiges, weil es ist immer was anderes. Ich habe noch nie etwas doppelt erlebt oder etwas gleich vorgeschlagen. Es ist immer ein Bild. Ich sehe dieses Bild und dann schaue ich, was ist es, was braucht es und dann wird es verändert. Das finde ich großartig. Also eine tolle Gabe, das muss man wirklich sagen. Also du bist sozusagen gebucht von Privatleuten, von Geschäftsleuten, je nachdem, was halt so ansteht. Genau. Sehr interessant. Und aktuell, hast du aktuell große Projekte oder hast du auch verschiedene? Ich habe da so verschiedene Schubläden. Okay. Ich muss sie aber zwischendrin mal zumachen, weil sonst komme ich ganz durcheinander. Zu viel. Nein, ich möchte dann schon, wenn ich einen Termin habe, ist es halt wichtig, wirklich genau zuzuhören. Die Leute erzählen zwar was, aber ich höre dann schon noch mehr, was die erzählen. Komm ruhig noch ein bisschen hier ran, dann sehen die Leute dich noch besser. Genau, wunderbar, sehr schön. Und da ist halt schon wirklich, sich wirklich auf diese Energie einzulassen. Das ist jetzt kein Job, den man so nebenbei mal machen kann. Das funktioniert nicht. Also da ist mir wichtig, weil es ja ich mache. Also es geht ja immer auf mich dann zurück. Deswegen ist mir wichtig, dass ich, wenn ich einen Auftrag habe, ich bereite mich vor. Ich schaue mir erst einmal das ganze Grundgerüst an. Und dann schaue ich, was ist da. Und dann auch vor Ort wirklich ganz bewusst da zu sein. Das funktioniert nicht. In meinem Job, ich kann das nicht nebenbei machen. Das geht nicht. Ich finde auch sehr interessant, wie du gerade gesagt hast, wie du dann arbeitest mit dem Grundriss. Man müsste das vorstellen, das zeichnet sie richtig schön ein. Dann sind da die Elemente, Metall oder Holz und so weiter. Und dann geht sie quasi den Grundriss so durch oder du und sagt, genau, das könnte Thema sein.
das und das. Und das siehst du am Grundriss. Das finde ich echt interessant. Also das hat ja Goethe schon gesagt. Zeig mir deine Wohnung und ich sag dir, wer du bist. Oh, okay. Kennt ihr diesen Spruch? Ja, doch. Den kennen wir. Und ich habe immer gesagt, beim Feng Shui ist es ganz wichtig. Ordnung ist das halbe Feng Shui. Ist bei euch ordentlich? Geht mal doch zu euer zu Hause. Manche Räume schon. Ordnung ist wirklich das halbe Feng Shui. Hier lacht jemand im Hintergrund. Ja, klar. Ich glaube, jeder kann sich da so ein bisschen ertappt fühlen, oder? Jeder hat immer irgendwo so eine kleine Ecke. Da ist es so, ja, das ist ja ganz normal. Aber ja, so eine Grundordnung ist ganz wichtig. Ja, natürlich. Und das sage ich immer, erstmal schauen, okay, brauche ich denn das alles, was ich zu Hause habe? Das ist ganz wichtig. Mhm. Entweder ich brauche es oder ich liebe es. Ansonsten kann es doch weg, oder? Mhm. Das stimmt, das stimmt. Und wenn man sich rundherum wohlfühlt, dann geht es einem auch gut. Mhm. Absolut. Ich erwische halt sehr viele Kunden, die halt dann flüchten, die halt nicht gerne zu Hause sind. Ja, ja. Dann denkt man sich ja, warum flüchten sie? Mhm. Das Zuhause ist wichtig, man soll heimkommen und ankommen, abschalten können, auch gut schlafen können. Das ist so wichtig. Absolut. Und so kommst du in deine Kraft. Mhm, genau. Und das ist halt ganz, ganz wichtig. Und auch im Geschäft oder in der Firma, das ist ja auch wichtig. Wenn ich in mein Geschäft gehe, dann will ich auch sagen können, wow, das ist mein Geschäft, das ist mein Laden, oder? Mhm, absolut. Genau. Und dafür sorge ich also. Schön. Das ist wichtig. Also ich finde einen ganz tollen Beruf, muss ich wirklich sagen. Also ganz ein interessanter Beruf. Du kannst wirklich vielen Menschen helfen. Ja, ich hoffe. Ja, absolut. Und wie lädst denn du deinen Akkus wieder auf? Ja. Weißt du wie? Du legst dich schlafen. Ich gehe zum Golfspielen. Auch gut, auch gut. Also wirklich das Golfspielen. Ich weiß nicht, spielst du Golf? Nicht so wirklich. Nicht so wirklich? Mhm. Also das Golfspielen, das mache ich jetzt auch schon seit 20 Jahren. Mhm. Und das ist einfach für mich abschalten. Das ist die Natur, die Bewegung. Und dann hast du ja diesen kleinen weißen Ball. Mhm. Auf den musst du dich konzentrieren. Und somit kann ich abschalten. Sonst würde das in meinem Kopf die ganze Zeit arbeiten. Mhm. Und beim Golfspielen kann ich abschalten. Mhm. Gut, im Winter ist halt schwierig. Oder so wie heute, wenn es schneit, ist natürlich schwierig. Aber dann geht man halt an die frische Luft, hat Bewegung oder halt im Winter gehe ich halt zum Skifahren. Mhm. Also ich brauche da schon etwas, wo ich mich dann in der frischen Luft bewege. Mhm. Und bist du auch, malst du auch zum Beispiel? Malen. Mhm. Bist du auch sonst so irgendwie kreativ tätig? Malen? Nicht. Nein. Na gut. Du auch malen? Weil ich jetzt hier gerade dieses schöne Bild sehe. Nein, ich koche sehr gerne. Ja, ist auch kreativ. Kochen ist, also ja, sehr Genussmensch, also mhm, kochen, aber nee, also sonst ne, mal. Mhm. Du musst ja auch nicht. Auch nicht stricken, stricken ist auch nicht meins. Früher, ich finde so als Teenie oder so, da habe ich gestrickt. Stricken ist überhaupt nicht meins, ja. Häkeln, mal. Nein, das ist gar nicht, das ist jetzt nicht so meins. Muss ja auch nicht. Ich könnte das vielleicht, aber das ist jetzt nicht so meins. Du musst ja nicht alles machen. Ja, mega interessant. Also ich gucke jetzt mal, habt ihr noch irgendwelche Fragen? Ihr Lieben, dann gerne Fragen stellen. Wir reden und reden. Ja, weil es ist schon wieder gleich eine halbe Stunde um. Und also genau, aber ihr könnt auch natürlich im Nachgang noch Fragen stellen. Und ja, was würdest du denn gerne noch unseren Zuschauern somit auch den Weg geben, um sich vielleicht das eine oder andere zu erleichtern, oder? Leben noch so ein bisschen leichter zu sein. Also was ich jetzt jedem empfehlen würde, wenn man umzieht oder wenn man irgendwas Neues bezieht, ob jetzt Geschäftsraum, Privat, Wohnung oder Haus, dass man wirklich ganz bewusst die Energien anschaut und halt die Energien auflöst. Ich habe Kunden, die rufen mich einmal im Jahr an, um wirklich, die wohnen da schon länger drin, entweder zu Neujahr, also an Silvester, wieder in eine neue, frische Energie reinzukommen oder dann zum Geburtstag oder Einzugstag, dass ich da einmal im Jahr komme und wirklich da wieder so eine frische Energie reinbringe, weil diese feinstoffliche Ebene, die entsteht, ob du willst oder nicht willst, es entsteht einfach und das kann ich halt nicht wegrenovieren. Da kann ich nicht sagen, jetzt streiche ich mal die Wände neu und alles ist wieder frisch. Das bringt in der Optik etwas, aber in der feinstofflichen Ebene bringt es nichts. Das ist ein ganz anderer Bereich. Das kann ich nicht wegrenovieren. Mhm.
Und ja, das würde ich halt jedem empfehlen, wenn er halt irgendwo neu, etwas Neues bezieht oder eine neue Idee hat, dass man halt das mal anschaut. Mhm. Und ansonsten, ja, wünsche ich jedem, dass er halt alles mit dem Herzen betrachtet, auf sein Gefühl hört. Und ja, was kann ich denn noch sagen? Und vielleicht auch ab und zu an Wunder glaubt. Ach, schön. Jetzt steht ja bald Weihnachten vor der Tür. Das ist immer so die Zeit, wo man dann daran so noch mehr denkt eigentlich. Genau. Und vielleicht auch so das Spirituelle zulässt. Also das Spirituelle heißt ja nicht, ich muss jetzt Esoteriker werden. Also ich bin jetzt wirklich keine Esoterikerin. Spirituell heißt einfach, bewusst etwas zu machen. Also Bewusstsein, das ist es eigentlich. Bewusst im Hier und Jetzt zu sein, das ist Spiritualität. Bewusst mit sich und seiner Umgebung zu sein, das hilft so viel, das erleichtert so viel im Leben. Glaube ich auch. Wenn man diese Möglichkeit hat, das ist doch schön. Finde ich auch. Und wenn ihr dann natürlich noch Fragen habt und da gerne mehr wissen wollt, hier bitte an Fliegen wenden. Die hilft euch sehr, sehr gerne auch weiter. Und schaut auch gerne bei euch mal hin, wenn eine Sache nicht weiterkommt. Ist ja wichtig auch. Dafür sind wir auch hier, dass wir hier Fliegen wirklich vorstellen in ihrer Arbeit und wie du arbeitest. Und also ich glaube, uns ist jetzt allen ein Stück weit klarer geworden. Klar erleben. Was klarer Leben bei dir bedeutet. Was du wirklich machst. Also ganz spannend und interessant. Und ich finde auch sehr, sehr wertvoll. Gerade in unserer heutigen Zeit. Wenn man sich auf sowas einlässt und damit lebt und anderen so hilft, finde ich. Ja, diese Klarheit, das ist mir wichtig. Also wirklich eine Klarheit über sich, über sein Leben oder über seine Umgebung, über über die Partnerschaft, das ist egal, dass man halt einen klaren Blick dafür bekommt. Viele drehen sich halt im Kreis und immer wieder, und was ist das und warum und weshalb. Aber wenn man da eine Klarheit hat, dann kann man sich ja entspannen. Und da einfach mal genau reinschaut und sich da reinspürt, was man da ändern könnte oder eben auch nicht. Ja, wunderbar. Vielen lieben Dank. Das ist schon fast ein schönes Schlusswort, oder? Magst du noch was anfügen irgendwie, noch was wichtig wäre? Aber eigentlich hast du schon ein schönes Schlusswort gegeben, aber wenn dir noch was auf dem Herzen liegt, fällt jetzt Erik sagt nichts ein. Okay, gut. Ja, ich sehe schon, also momentan sehe ich ein schönes Wochenende natürlich, das wünsche ich euch auch bei Schnee. Das ist so schön, wenn es schneit. Ja, genau, es ist eine wunderbare Stimmung. Es kommt bald die Vorweihnachtszeit, ihr Lieben. Dann lasst es euch gut gehen. Ich sage euch auch vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Verabschiede mich von meinem wunderbaren 50. Talkgast. Danke dir. Ich muss kalte Hände, das weiß ich nicht. Verstehe ich gar nicht. Ich habe kalte Hände. Danke dir, Barbara. Schön, dass du da warst. Ja, danke dir auch. So, ihr Lieben, dann bis bald.